jetzt erstmal Frühstück. Ein bisschen stärken, ein bisschen. Liegt das angemacht oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, nochmal alles gucken, hier so ein bisschen Video gucken, nochmal nebenbei. Und dann in einer Stunde, ja, geht's los. So. Schick, oder? Ja. Wie geht's los? Also, wenn eine vom Clou kommt, geht's los. Und ich bin immer noch nervös. Und ich sage mal Hallo. Ich werde jetzt gleich den Wochenabschluss drehen.
Und aber vorher nochmal von gestern erzählt, ein bisschen zumindest. Oh mein Gott. Es war toll. Ich glaube, meine Stimme ist jetzt langsam wieder da. Ich muss niesen. Danke. Ja, ich war gestern Abend und heute Morgen auch noch so super heiser von dem ganzen Mitsingen. Und wenn man sich unterhalten, dann muss es ja auch lauter sein, sonst hört man ja nichts. Oh, jetzt sind kaum noch Stimme. Aber es war richtig toll. Wir sind auch länger geblieben, als wir gedacht haben. Wir haben ja gesagt, okay, auf jeden Fall bis 18 Uhr. Und danach gehen wir. Und die wollten ja alle noch E17 und Blümchen sehen und die kamen halt ganz zum Schluss. Und ich sag, würde ich ja auch gerne sehen wollen, also bleiben wir einfach. Zwischendurch hat einer geschwächelt und gesagt, er möchte jetzt gehen. Und dann doch wieder nicht. Also ich dachte schon, wir gehen den Moment. Wir haben uns auch nach Kolonie erstmal was zu essen geholt. Es war dringend notwendig. Und uns hingesetzt. Da gab es so Bierbänke und sowas zum Glück. Und die Tribüne, die da war, die war ja voll für den Popo, ne? Also wenn sie die Tribünenkarte gekauft hat, wird sie wahrscheinlich mega geärgert haben, weil man da aus so gut wie nichts sehen konnte, weil die seitlich stand. Ja, das ist großartig. Und halt so konnte man ja auch sitzen, wenn man einen Platz gefunden hatte. Und das ging eigentlich ganz gut. Und ja. Aber unsere Beine tun jetzt weh. Daniel ist wie Sonnenbrand, der hat sich nämlich nicht eingecremt. Selber schuld. Und es gab immer wieder Regenschauer, aber nur immer so ein paar Minuten lang. Manchmal zwar richtig heftig, aber ich war so die einzige von uns, die halt sich kein Cape angezogen hat. Ich hatte auch so ein Regencape dabei von meiner Mutter, aber ich dachte so, das bisschen, das geht gleich wieder vorbei. Es hat mir ja gesehen, dass danach wieder helle Wolken kamen und blauer Himmel und so. Ich dachte, pff, das ist nur ein Schauer. Und mein Cappy hat es wunderbar abgehalten auch. Von daher war das okay. Ja. Wir waren jetzt zusammen mit Lisa und ihrem Freund da. Die haben sich ja kurzzeitig kurz entschlossen auch nochmal Karten geholt dafür. Und von daher, ja, war witzig. Wir standen in der Schlange dann schon da, als wir ankamen. Und sie meinte aber schon kurz vorher, sie kommen irgendwie 13:15 Uhr oder so an. Ich so, okay, dann treffen wir uns. Das ist okay, als wir dann angestanden haben schon zum Einlass. Dann habe ich ihr geschrieben, so, wir treffen uns vielleicht doch drinnen. Und ich habe in dem Moment gedacht, na, vielleicht kommen sie auch von vorne mit dem anderen, also aus der anderen Richtung mit dem Bus und laufen alles vorbei zum Ende der Schlange. Und genauso war es dann auch. Ich war so, Lisa. Dann konnten wir da gleich schon stehen und quatschen und machen und tun und gemeinsam reingehen. Ja, und Kaffee gab es natürlich auch. Habe ich mir gleich erstmal geholt. Ich weiß nicht, ob der wirklich was gebracht hat. Ich habe ihn heute Morgen trotzdem mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ich habe auch sehr, sehr wenig getrunken gestern. Weil teuer und so. Da bin ich immer so. Und vor allem viel trinken, viel aufs Klo. Ich wollte nicht unbedingt oft aufs Dixi-Klo gehen. Es gab auch noch diese Containerklos, aber ich glaube, die musste man bezahlen. Da war zumindest mit Einlass und da standen welche. Ich glaube, die musste man bezahlen. Ja, ist egal. Ich nehme euch den Dixi-Klos. Da, wo ich war, außer das eine Mal, da war es ein bisschen dreckelig, aber nicht so. Und zweitens war es sauber. Und Daniel hat einen erwischt, das war vollkommen widerlich. Aber ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt und von daher. Genau, war das schon in Ordnung. Wenn man muss, dann muss man halt, ne? Jo. Und dann beim ersten Mal, wenn ich dann genau auseinander auf der Bühne war, bin ich aufs Klo gegangen. Das erste Mal. Und wir sind ja immer weiter vorgerückt. Beziehungsweise als es angefangen hat, waren wir in der Nähe und sind dann noch ein bisschen weiter mal vorgerückt, wo eben die Menge aufgehört hatte. Und als ich auf Klo war, kam ich zurück. Ich finde die nicht mehr. Ich wusste zwar ungefähr die Höhe von dem einen Bierstand da, aber ich habe die erst nicht gefunden. Ich so, oh, wie soll ich die jetzt wiederfinden? Mitten in der Menge. Und okay, wir waren ein bisschen am Rand. Wir waren also nicht genau direkt gegenüber von der Bühne, sondern so ein bisschen am Rand. Ich dachte mir, so weit vorne waren wir doch gar nicht, weil hinten so viele Menschen dann waren. Aber doch, wir waren relativ weit vorne gewesen. Zumindest bis Kolosiek da war und danach eben weiter hinten dann. Wir wollten uns danach nicht wieder nach vorne quetschen. Und dann, ich glaube, dann sind wir nach vorne gegangen wieder bei Masterboy. Also wir haben zwar quasi. Wer kam danach? DJ Quicksilver. Culture Beat. Die haben wir quasi nur von hinten gehört. Und Masterboy so ein bisschen von hinten und ein bisschen von vorn. Genau. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Weil nach Masterboy kam dann E17 und dann Lumion. Ja.
war schon schön. Und vor allem, ich habe so Gänsehaut bekommen, als das Ganze angefangen hatte. Das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl gewesen, so zurück in den 90ern und überhaupt. Und die haben es so gut gemacht einfach. Also Mola hat das Ganze ja moderiert. Und das war einfach so gut. Zwischendurch hat auch andere Lieder gespielt, hat er auch mal mitgesungen und dann mussten alle mitsingen und bla. Es war richtig, richtig toll. Und das Beste, mein Highlight war immer noch in einem Zwischensequenz mit den Clips, war das nach Rednecks, ich glaube ja. Haben die auch wieder so ein paar Lieder gespielt und unter anderem die Gummibärenbande. Das Lied der Gummibärenbande. Und alle grölen mit, das komplette Lied. Das war so gut einfach. Ich meine, Gummibärenbande, ernsthaft. Das war einfach der Hammer. Ja, sonst gab es keine Filmmusik, sonst irgendwas, aber die Gummibärenbande. So gut. Ja, war richtig, richtig toll. Genau. Ja. Dann werde ich jetzt mal das Videochen hier drehen. Mir kommt mein Glück fast weg. Also nur ganz minimal da. Aber das ist, meine Stimme geht jetzt auch besser. Von daher denke ich mal, ich kann jetzt das Video drehen. Ach, siehst du, ich muss noch meine Matte hier wieder absaugen. Wie jeden Sonntag. Weil da immer wieder Katzenhaare drauf sind. Ich meine, ganz viel kriegt man sie nicht. Aber zumindest so grob, dass es jetzt nicht mehr so aussieht wie jetzt. Weil jetzt sieht es ja halt so aus. Wobei das noch geht, es war schon schlimmer und dieser Fleck, der nervt mich immer noch. Ne? Ich krieg den nicht weg, die Farbe ist ab, wie soll ich sie wegkriegen? Aber ja, das sauge ich jetzt mal schnell und dann baue ich hier alles auf. Dann geht's los. So, Video ist im Kasten. Und wie ist diese Einstellung vom Fokus nicht so richtig? Keine Ahnung, was man hier machen muss. So, was war das jetzt? Achso, ich bin jetzt schon nah angekommen. Irgendwas verstellt und ich habe keine Ahnung was. Gut. Ja. War nicht so nah an den Ständer, an den Stativ gekommen. Es lief gut. Bisschen träge vielleicht. Und ich glaube, es ist einfach ohne Chaos. Aber das werde ich im Schnitt sehen. Ob ich wieder irgendwas verzapft habe, wo ich denke so, ist ja meistens so, dass mir im Schnitt irgendwas auffällt, wenn ich so, oh Gottes Willen, was hast du denn da vergessen oder da gemacht? Aber bisher, sag ich mal, ist es chaosfrei gelaufen. Außer, dass ein Töpfchen nicht ganz gestimmt hat. Warum auch immer, wahrscheinlich war ich da beim Wechseln wieder ein bisschen doof, aber egal. Ja, gut. Und ich hoffe mal, dass ich für euch Montag erst nur den Freitag hochladen kann, also den Vlog von Freitag, weil ich die Videoschnipsel von Daniel erst am Montag bekomme, Montagabend erst. Wenn nicht, muss ich es eben Dienstag hochladen, das ist auch nicht so schlimm. Dann versetzt sich wieder alles ein bisschen, aber dadurch, dass ich ja die darauffolgende Woche, also ab dem 30. Mai, ja sowieso nichts hochladen werde, oder so gut wie nichts, vielleicht mache ich ein paar andere Videos noch hoch, das ist dahin. Dass es eben keine Vlogs gibt, aber andere Sachen, weil ich ja im Urlaub bin, dass ich das irgendwie lückenfüllend machen kann. Lesemonat April steht immer noch aus. Habe ich noch nicht fertig gedreht. Von daher, das könnte man zum Beispiel, das hoffe ich, dass ich das nächste Woche schon hinbekomme. Aber so ein paar andere Videos, dass ich die vordrehen kann. Ich habe ja dann noch ein paar Tage Zeit zum Drehen und Schneiden. Genau. Dass hier nicht ganz ohne Videos dasteht, eine ganze lange Woche. Ja, mal gucken. Aber Vlogs gibt es in der Woche halt, wie gesagt, nicht. Aber das sage ich ja auch nochmal an. Genau. So, jetzt räume ich das Chaos hier wieder weg. Und ich glaube, dann gibt es schon Mittagessen. Ich habe gerade was gefrühstückt, aber ist egal.